Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin wieder unterwegs und gehe spazieren. Es ist Samstagabend, 21.04 Uhr. Also tatsächlich wieder eine menschliche Zeit, einigermaßen. Es ist sehr angenehm außen gerade. Es ist angenehm kühl. Und ich laufe natürlich hier im Shirt und in kurzer Hose rum, klar. Ja, wir gehen nicht zum Stadtpark, aber trotzdem in die Nähe. Denn da hinten, also quasi oben vor dem Stadtpark, ist ein Schlinken gerade noch. Der letzte Raid in der Umgebung. Der ist noch 16 Minuten da. Das heißt, ich muss mich ein bisschen vom Tempo ranhalten. Sollte aber funktionieren, ohne krass zu rennen. Ja, das Erntedankfest ist weiterhin im Gange. Ich habe gestern schon eine Folge angefangen eigentlich mit Kara, aber dann war so wenig Content, dass ich einfach nicht genug hatte. Deswegen habe ich die Aufnahmen jetzt gelöscht. Ist auch nicht wirklich was passiert. Wir haben halt nur ein Log-Modul gemacht, wo auch nicht wirklich was kam. Und ich habe ein paar Pokémon entwickelt. Ich habe nämlich ein paar nice Fänge gemacht. Und wir haben natürlich auch wieder getauscht. Und natürlich die ganzen Irbis entwickelt. Nicht alle, aber die meisten habe ich jetzt. Da gibt es ja die Sammlerherausforderung. Oh, ein Hytera in der Nähe. Oh, das kommt sogar, an dem kommen wir vorbei. Ich zeige euch mal den Stand bei mir. Ja, mir fehlt eigentlich nur noch das XXL als entwickelt. Und natürlich das Olini, dazu komme ich gleich nochmal. Ja, ich werde auch den Abenteuerrauch jetzt dann benutzen. Ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich morgen unterwegs sein werde. Und das wird auch passieren. Morgen zum Community Day bin ich dann am Starnberger See. Da habe ich natürlich dann nicht die ganze Zeit Zeit und kann nicht die ganze Zeit zocken. Aber ich werde auf jeden Fall immer mal wieder ein bisschen zocken. Wahrscheinlich werde ich sogar fast durchzocken. Naja, nachdem. Na, das muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich habe, aber ich möchte auf jeden Fall ein paar gute Shinies bekommen. Bei Praktibike bin ich ein großes Fan. Großes Fan, genau. Praktibike bin ich ein großer Fan von. Ich mag das Pokémon. Und seine Entwicklung natürlich. Also Ziel morgen ein 1 mit einer sehr guten IV. Und natürlich ein paar Shiny. Am besten halt auch eins mit einer guten IV. Naja. Genau. Wegen dem Irbis ist halt jetzt blöd. Weil ohne Tausch, wenn man es tauscht, kostet es ja gar nichts. Wenn man es alleine macht, dann kostet es 200 Bonbons. Also extrem teuer. Da muss man wirklich viel farmen für. Das kann ich nicht empfehlen. Also, dass man da quasi alle vier entwickeln kann, braucht man 800 Bonbons. Das macht keinen Spaß. Ich habe sogar einen Irbis mit Kara getauscht, was bei mir dann eine gute IV hat. Das behalte ich auch. Die anderen habe ich verschickt. Das ist wirklich krass. Entwicklung umsonst. Ich weiß gar nicht, ob die dann XP gibt. Ich denke mal nicht. Ja, aber noch ein paar andere coole Pokémon habe ich auch bekommen. Ich habe ja schon ein sehr gutes Olini gehabt. Oh mein Gott. Nein. Nein. Wie fängt das an? Oh mein Gott! Shiny Wumpel, was? Wie cool sieht das aus? Ich wusste nicht, dass das Lila ist. Oh mein Gott. Ich habe gewusst, dass es das auch in Shiny gibt. Oh. Das ist doch schon wieder Luck. Gestern gar keins bekommen und heute direkt zum Anfang. Keine gute IV, aber das ist auch schon mal mega. Eieiei. Jetzt sagen bestimmt wieder Leute, es ist gestaged, wie letztes Mal. Wild. Naja, hier müsste jetzt das Hytera noch kommen. Ja. Ansonsten würde ich dann gleich mal einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns halt erst wieder zum Raid. Aber das Hytera will ich hier noch mitnehmen. Auf Aufnahme. Und ja. Ein Irbis wurde tatsächlich zu einem Glücks-Pokémon. Das hier. Hatte halt leider keine guten WP. Das ist ärgerlich. Aber halt eine gute IV. Dann habe ich noch ein gutes Honken entwickelt.
Das ist das andere hier. Ich habe ein gutes Verkuli bekommen und das entwickelt. Genau, und dieses Olini wollte ich ursprünglich entwickeln. Hat eine sehr gute IV, aber ich habe mit Kara ein Olini getauscht. Mit mehr WP. Und es wurde ein Glücks-Pokémon. Mit einer auch sehr guten IV. Deswegen werde ich vermutlich das entwickeln. Ja, weil es halt einfach auch günstiger ist. Auch wegen WP und so. Deswegen, das wird auf jeden Fall entwickelt gleich. Oder später. Oder dann erst in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja, das ist doch mal wirklich lucky. Direkt ein Glücks-Pokémon. Das ist echt stark. Ich wollte noch was sagen, was ich mich frage. Das ist auch eine Frage an euch jetzt. Ich bin so ein bisschen am Hadern, ob ich das mache oder nicht. Es ist so, ich habe einen zweiten Account am Laptop, wo ich spoofe. Ja. Da spiele ich nicht aktiv, also nicht wirklich viel. Aber keine Ahnung, so hier und da nach Shinies oder nach Hundertern oder Raid-Pokémon. Aber ja, ist halt nur so zur Gaudi, so zum Spaß. Oh, hier steht eine Limousine. Uiui. Tja, es ist mir gerade aufgefallen, dass wir das Hytera nicht bekommen haben. Das war wohl ein bisschen an der anderen Seite. Naja, auf jeden Fall wollte ich halt sagen und fragen euch, wie ihr das findet. Ist das jetzt legitim? Also ich benutze diesen Account nicht für diesen hier. Die versuche ich strikt zu trennen. Ich habe nur mal für den Pokédex ein paar regionale Pokémon wie Tauros, Bisofunk und sowas getauscht. Weil es die halt hier nicht gibt in Europa. Oder vielleicht gibt es sie schon durch Rauch oder durch Eier. Ich glaube aber eigentlich nicht. Jetzt ist halt die Frage. Also ich bin kein Freund von Cheaten. Ich habe schon überlegt, ob ich mir dann irgendwie richtig OP Pokémon hertausche. Aber das will ich nicht. Da bin ich zu, keine Ahnung, das ist moralisch nicht vertretbar für mich. Ich besiege noch kurz die Arena. Ja, und da ist die Frage, ist es jetzt vertretbar, dass ich ein super großes Irbis mir fange am Computer und das dann auf den Account hier tausche? Das Einzige, was ich noch an dem Account am Laptop mache, ist vielleicht hier und da ein Geschenk hin und her tauschen, schicken. Ja, das ist die Frage. Ist das jetzt, wäre das legitim? Wenn ich das Pokémon nur für die Herausforderung, völlig egal wie gut, einfach auf meinen Hauptaccount tausche, dann kurz entwickle und sofort wieder wegschicke, ist das legitim oder muss ich jetzt wirklich ein gutes XXL noch krampfhaft finden? Und das dann mit 200 Candies entwickeln, weil das geht, glaube ich, noch 3 Tage und in den 3 Tagen sehe ich Kara vermutlich nicht. Deswegen ist das so die Frage. Also, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr machen würdet, ob ihr es für vertretbar haltet. Wenn ich jetzt ein sehr gutes XXL finde, dann entwickle ich das, klar. Aber ja, es sind halt 200 Bonbons, die man sich eigentlich sparen kann. Die man braucht fürs Pushen, ist halt jetzt die Frage. Also wenn ihr da eure Einschätzung schreiben könntet, wäre ich euch dankbar. Ich bin komplett außer Atem hier berghoch gelaufen. Mein Rücken tut komplett weh, also richtig schlimm. Ja, was ist das eigentlich für ein Gengar, Alter? Woher hat er das? Naja, auf jeden Fall morgen Praktiball-Community, der wird sehr cool. Und Gruff wurde, glaube ich, angekündigt als Halloween-Event. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass Gruff kommt. Das ist cool, weil ich mag das Pokémon sehr aus Paldea. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge jetzt zu der Jahreszeit. Also Gruff in Pokémon Go, da habe ich schon Bock drauf. Ich mag das sehr. Das hatte ich auch in meinem Pokémon Karmesin Let's Play in meinem Team drin. So. Also, ich hau die Arena weg. Und dann sehen wir uns gleich zum Raid. So, Gott sei Dank ist jetzt noch einer reingekommen durch Fernraid. Oder auch nicht. Er hat verlassen. So, okay. Jetzt kommt es drauf an. Ich glaube, das ist der Raid Pass von gestern.
Deswegen kann ich mir noch einen holen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht ist es doch der von heute, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt kommt eine Challenge, denn ich habe nicht Mega entwickelt. Mein Gardevoir. Ich hatte nämlich nicht genug Mega-Energien. Und jetzt ist die Frage, schaffe ich das mit dem Team ohne Mega-Entwicklung? Ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Ja, wobei... Doch, also es wird... Ich werde es sehr wahrscheinlich schaffen, aber es wird, denke ich mal, knapp. Also, weil, ja, da bin ich jetzt gespannt. Es könnte auch in die Hose gehen. Wir haben das schon mal erlebt. Das ist jetzt, glaube ich, dann mein 5. oder 6. Schlinking. Also, ja. Letztens habe ich ja ein Raid gemacht, wo ich es nicht bekommen habe. Aber Granbo hat schon mal sehr gute Leistung gemacht hier. Ich werde euch jetzt mal einen Zeitraffer einblenden und dann sehen wir uns, wenn es quasi so richtig, wenn richtig das Adrenalin kocht und es richtig knapp wird. Bin gespannt. So, das wird jetzt richtig eng, Alter. Gerade sind die ersten, also sind meine 6 Pokémon schon gestorben. Ich habe das Gefühl, Granbull macht am meisten Schaden neben Gardevoir. Ist am stärksten. Das sieht nicht gut aus. Oh, shit. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Mein Granbull ist so stark, Alter. Ich muss das mal von den WP auf jeden Fall upgraden, weil das auch so eine schnelle TM hat. Ach, das ist doch scheiße. Na, das wird nächste hier schon. Na, geil. So knapp wieder. Und selbst wenn wir es schaffen, dann... Nee, das war's. Dann kommt die Animation. Ja. Schade. Ja. Na gut, es war ein Versuch wert. Aber dann wissen wir das, dass wir das in Zukunft gar nicht erst probieren. Ja, schade. Aber tatsächlich war es der Raid Pass von gestern. Das ist schon mal gut. Okay. Oh, hier ist ein FM. Hi. Auch selten zu sehen. Ich glaube, ich hau noch die Arena hier weg. So, ganz kurz noch eine Info. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, nur eine Folge aufzunehmen. Denn das müsste jetzt die 49. sein. Und ich finde, nachdem die nächste Folge eine besondere wird, wäre es ganz gut, weil 50 ist eine schon krasse Zahl, ja. Und ich finde, das bietet sich ja an für eine etwas krassere Folge. Und ja, deswegen werde ich nur eine Folge jetzt machen. Das heißt auch, wir werden gleich den Rauch anmachen. Ja, die Arena muss ich mal gucken. Ja gut, die hau ich auch noch weg. Dann hau ich die hier noch weg und dann mache ich auf den Rückweg und zünd den Rauch. Und wenn was passiert, dann blende ich es euch natürlich ein. Bis gleich. Okay, hattet ihr schon mal diesen Bug? Was ist das denn? Was? Junge, einfach alles unsichtbar. Das hatte ich auch noch nie. Wild. So, hier geht noch ein 7 Kilometer hier auf. Ich bin auch gleich schon am Ende meiner Tour. Also wirklich nur eine kurze Tour. Na gut, ein Hisui-Voltoball hat man jetzt schon echt oft gesehen. Und nicht mal ein gutes. Schade. Naja, ich laufe jetzt auf die letzten Meter heim und dann sehen wir uns nochmal von zu Hause, wenn ich dann noch ein bisschen Sachen entwickle und einfach mal ein bisschen Resümee, Fazit ziehe. Oh, da gehe ich doch nochmal zurück. Jetzt ist da tatsächlich ein XXL, ich habe vorhin schon einen XXL-Irbis gefangen, hatte aber 0 Sterne, deswegen überhaupt kein Kandidat. Also bei 0 Sterne müssen wir nicht drüber reden. Ist ja Quatsch. Viel Zeug gefangen. Ja. Das fange ich jetzt noch und guck mal, wie es ist. Wir sehen uns jetzt dann gleich zu Hause. So, ich melde mich jetzt nochmal von zu Hause und wir gucken nochmal ganz kurz. Hier war noch irgendwas dabei. Was Gutes, was wir gefangen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das XXL-Irbis war gar nicht gut. Das war leider Müll. Ja. 1 Stern, aber auf scheiß IV, also komplett useless. Wir haben hier kurz einen Baumpel entwickelt, weil das ziemlich gute IV hat.
weiß gar nicht, habe ich das schon mal zu Ende entwickelt? Ich denke mal schon, oder? Ich hoffe mal. Es gibt ganz viele Pokémon, die ich noch nicht entwickelt habe, obwohl es die schon ewig gibt. Einfach weil ich, keine Ahnung, hat sich nicht ergeben. Erstmal hier ein Panikon. Ich kann immer nie unterscheiden, was Panikon und Chaloco ist. Aber naja, wir machen jetzt hier ein... Oh, wie heißt das? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter, ist das scheiße. 600, wofür? Wofür sollte ich das entwickeln? Nee, das ist wirklich komplett useless eigentlich. So, da wollte ich nicht hin. Wir entwickeln jetzt. Also, dieses Olini werde ich trotzdem mal behalten. Aber viel wichtiger ist natürlich trotzdem das Glücks-Olini. Danke nochmal an Kage, das war wirklich sehr lucky. Und jetzt entwickeln wir das erste Mal Olini komplett. Wir haben genug Candies, von daher let's go. Ich weiß nicht, wie stark das werden kann. Ich denke, ähnlich wie die Paldea-Starter. Also man sieht hier schon, die zweite Stufe wird schon auf 1300 gehen ungefähr. Deswegen, ich schätze mal so 2500, vielleicht sogar ein bisschen mehr, könnte das bekommen. Das ist die zweite Stufe Olivino. Sehr, sehr lustig. Ich finde das Design vom ersten tatsächlich eigentlich am coolsten. Ich finde die Entwicklung gar nicht so krass. Okay, 2700 sogar ziemlich stark. Das, ja, mal sehen. Weiß nicht, ob das irgendwie gut ist oder für irgendeine Liga zu gebrauchen. Ja, mal sehen. Da ist es. Ja, ich finde es nicht so krass vom Design. Ich finde das erste eigentlich am süßesten und am coolsten. Die anderen zwei, keine Ahnung, kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber ist wichtig für die Sammelherausforderung und auch so für den Pokédex und alles. Und da haben wir ein richtig gutes Olitena, das ist sehr, sehr stark. Kostet auch wenig, das abzugraden. Ich lasse es erstmal so. Und jetzt holen wir uns natürlich die Belohnungen ab. Also das hier werde ich irgendwie noch zusammenbekommen. Das werden wir schon schaffen irgendwie. Jetzt erstmal hier zack. Bumm. Moslock-Modul. Wie lange geht das Ganze noch? 2 Tage. Okay, 3 Tage. Mhm. Das ist gut. In diesen 3 Tagen werde ich dann auf jeden Fall auch noch irgendwo ein Moslock-Modul zünden, beziehungsweise beide, wenn ich dann das andere habe. Weil die ja dann 2 Stunden halten. Das spawnen dann auch mehr Irbis. Eigentlich wäre es sogar schlauer, jeweils eins zu machen. Also jetzt eins, damit ich vielleicht ein gutes XXL-Irbis bekomme. Und dann noch eins. Weiß nicht. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal hier die Folge stehen lassen so. Morgen, ihr wisst Bescheid, wird richtig cool, Community Day. Ich werde nur Gameplay aufnehmen und keinen Commentary. Ich werde das nachkommentieren dann. Beziehungsweise only Gameplay. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, das war es erstmal von der Folge. Wir sehen uns bald. Frau Spino hat hier noch einen Bonbon. Bis dann und ciao.